jetzt, wie man anhand meines Gesichtes, glaube ich, erkennen kann, war ich jetzt einen Monat lang Skilehrer. Dementsprechend kam ich sehr wenig dazu, die Kamera auszupacken und Videos zu machen, was ich sehr schade finde, deswegen dieses Video hier jetzt. Ich bin gerade auf der Heimreise und bin jetzt kurz vor Salzburg und habe mir überlegt, dass ich einfach im Hangar 7 stehen bleibe und so ein POV-Photography-Video machen werde, worauf ich schon länger mal Lust gehabt habe. Dementsprechend machen wir das jetzt, weil es da richtig, richtig coole Sachen zu fotografieren gibt. Und ja, ich freue mich sehr. Das Wetter ist für sowas genau richtig, komplett neblig. Ja, ich freue mich drauf und wir sehen uns gleich in 10 Minuten in Salzburg. So, hinter mir ist der Hangar 7. Wir werden jetzt gleich reingehen. Ich freue mich sehr drauf. Das wird richtig nice werden. Ja. Hier werde ich jetzt meinen Brustgurt anziehen, GoPro drauf und mit der Kamera dann fotografieren. Ja, ich bin jetzt schon auf dem Weg hinein in den Hangar 7. Jegliches Foto in diesem Video wurde mit der Sony A6000 aufgenommen. Eine Kamera, die Sony 2014, sprich vor 9 Jahren, auf den Markt gebracht hat. Für eine Kamera ist das ziemlich alt. Und ich will zeigen, wie gute, interessante und charakterstarke Bilder man mit einer so alten Kamera machen kann. Am besten lasse ich jetzt die Bilder für sich sprechen und wünsche ganz viel Spaß mit den Aufnahmen aus dem Hangar 7.
mit diesem Video und mit dieser POV-Ansicht kann man auch einfach ganz gut meine Gedankengänge nachvollziehen. Wie fotografiere ich welches Objekt? Was sieht in bestimmten Situationen am besten aus? Und natürlich kommt dann noch die Post-Production dazu. Ich habe meine Bilder mit Lightroom bearbeitet und habe Presets verwendet. Ich finde, bei den meisten kommen die Farben einfach und die Momente richtig, richtig gut zur Geltung. Alles gut, alles gut.
shots for my trust in us. Oh God, say you got a pass, but I'm knowing life is fast. Everybody's got their path, want you to meet me where I'm at. Can't see me through these tents, and that they asking who is that. You seeing what I'm on, but you don't know me like that. Say you got a pass, but I'm knowing life is fast. Everybody's got their path, want you to meet me where I'm at. Can't see me through these tents, and that they asking who is that. You seeing what I'm on, but you don't know me like that. Somit war es auch wieder vom Hangar 7. Ich bedanke mich herzlich bei jedem, der das Video bis hierher geschaut hat. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Fotografie interessiert mich irrsinnig. Ich hoffe, das hat man in diesem Video gesehen. Und somit danke vielmals fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.